Justiz und der Minister ist am Wort, Heinz Fassmann, ÖVP. Frau Abgeordnete Hamann, in der Tat, das ist auch meine Freude. Ich würde auch die drei Punkte betreffend dieser Gesetzesmaterie hervorstreichen. Das eine ist eben die Überführung eines IKT-gestützten Unterrichts in das Schulrecht. Wir haben gelernt, mit dem IKT-gestützten Unterricht umzugehen. Und die Aufnahme in das Schulrecht ist, glaube ich, sehr sinnvoll. Auch dann, wenn wir hoffentlich irgendwann einmal diese Pandemie überstanden haben, werden die sinnvollen Teile von Distance Learning mit Sicherheit weitergenommen und weitergeführt werden. Das Zweite, was ich auch hervorstreichen möchte, ist die Weiterentwicklung der abschließenden Prüfungen, sprich Matura-Prüfungen. Herr Brückel, es ist überhaupt keine Rede vom Wegfall der mündlichen Prüfung. Ich bin höchstwahrscheinlich so wie Sie der Meinung, dass es für junge Menschen nicht nur ein Erlebnis, eine Herausforderung, aber auch eine Notwendigkeit ist, wenn sie sich vor einer Prüfungskommission präsentieren, ihre eigenen Ideen, das Erlernte. Das ist, glaube ich, ein wertvoller Bestandteil gleichsam des Nachweises von Maturität, von Reife am Ende einer Sekundarstufe. Was wir bei der abschließenden Prüfung verändert haben, ist die Prüfungskommission, die Matura-Kommission, sie ist verkleinert worden und es werden hier weniger externe Vorsitzende gebraucht. Das hat sich auch als sinnvoll herausgestellt und das werden wir übernehmen. Das Dritte ist die Teilrechtsfähigkeit der Schulen, damit sie selbst an Erasmus-Programmen teilnehmen müssen. Das ist eine Vorgabe der Europäischen Kommission und das machen wir. Und das Letzte, Herr Brückel, nicht alles, was in Zeitungen steht, muss man immer glauben. Von einer Vorverlegung der Ferien ist nicht die Rede. Im Unterschied zum Leopoldina-Papier, dem deutschen Leopoldina-Papier, wo die Schulen ja alle in Betrieb waren und man dort gesagt hat, machen wir sie ein bisschen früher Schluss, haben wir einen Lockdown auch im schulischen Bereich 14 Tage lang schon erlebt. Ich sehe keine Notwendigkeit, die Ferien vorzuverlegen. Herzlichen Dank und ich bitte um Zustimmung zu dieser Gesetzesmaterie. Zu Wort gemeldet ist dem Magister.